Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Stray. Wir sind ja hier in dem Rohr, ja. Quasi, stehen geblieben. Und vor uns haben wir wieder diese komischen Augen, die vermutlich gleich aufgehen. Und wieder die tollen Nester da, wo wir gleich Besuch kriegen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir zu dem Tor da müssen, wo es diese zwei roten Dinger hat. Das müssen wir vermutlich irgendwie aufmachen. Ich würde mal sagen, Hit'n'Run. Richtig schnell durchlaufen. Mal schauen, ob das eine gute Idee ist. Und ja, ich glaube, das war eine gute Idee. Sehr gut. Kannst du das aufmachen? Okay, Stage 1 ist offen. Und jetzt gucken mich auch die Augen hier an. What the fuck? Ich muss auf die andere Seite. Kann ich die irgendwie hier ranlocken? Oder werden das dann immer mehr? Von dem wie komme ich auf die andere Seite? Hinten, Mann. Nein, 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 jetzt gerade noch ganzen Haufen. Okay, langsam ist vielleicht besser. Ah, und davon kann ich rüber. Kann ich jetzt hier vielleicht Hit'n Run machen? Oh, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Rüber, rüber, rüber. Nice. Und aufmachen, bitte. Ciao hier. War leider nicht nett. Oh, das wird es bestimmt nicht gewesen sein. Oh, immerhin ein Pfeil. Kann ich euch auch so anstrahlen? Ja, aber das interessiert euch nicht. Vor dem wie wir unser... What the fuck? Wie will unser Freund es schaffen ohne der geilen Lampe? Na, was ist los? Überhaupt nicht gruselig. Oh oh. Super. Oh, Warnsequenz. Alles klar. Da, geht's weg von mir, geht's weg von mir. Ich will ganz schnell weg. Wir gehen hier nach links. Tschüss. Den Weg ja eigentlich schon irgendwie vor. Links, rechts, links, rechts. Links. Oh, scheiße, Mann. Oh, ich bin immer so angespannt bei sowas. Oh ja, Gott sei Dank.
Dann wird das Problem zumindest mal gelöst. Na, kleiner Mann. Oh. Er ist wieder da. Es war dunkel, ich war allein. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder im Netz. Aber du hast mich gerettet. Danke, mein Freund. Ein so hoher Stromverbrauch war hart für meinen Prozessorkern. Der Flugzeug ist jetzt völlig zu... Oh, no. Wir müssen vorsichtig sein. Na, das war doch einfach nur die ganz starke Lampe. Lüftungssystem hacken. Gibt es ja sonst noch was? Ach man, jetzt haben wir kein Spielzeug mehr. Achso, ich habe das eine, was hier anhält. Okay. Ciao. Gut, ich gehe mal davon aus, die Spielbilder sind in keine Situation bringen, die unmöglich ist, ohne unsere geile UV-Lampe da. Kann man nichts machen, also geht's da weiter. Wie praktisch, dass wir hier ein kleines Loch haben. Da ist jemand. Hallo? Ein Reisender aus der Kanalisation. Wir haben schon Ewigkeiten keine mehr von euch gesehen. Bist du derjenige, der uns vorhin kontaktiert hat? Der kleine Außenwendler? Zabaldasar, der Außenwendler, hat dich schon erwartet. Er meditiert hoch oben im Dorf. Wir haben es geschafft. Ameisendorf. Wobei, das sieht noch nicht aus. Was haben wir oben? Aber das sieht mega cool aus, was ihr hier gemacht habt. Auf Müll hier. Nice. Ah, da hat es wieder einen dieser Pott-Dinger. Diese Maschine, der Wissenschaftler, dem ich geholfen habe, hat so ein Gerät benutzt. Ja, habe ich gesehen. Er war krank, das war seine letzte Hoffnung. Er ist in die Maschine gegangen. Aber ich war nicht bei ihm, er war allein. Was hatte er vor? Er lud sich selbst in den Computer hoch und dann war alles anders. Aber beim Hochladen ging er zu schief. Er saß für hunderte von Jahren fest, bis seine kleine Katze auftauchte. Ah... Ich glaube, du suchst dich selbst. War es? Es war. Ich war es. Ich war der Wissenschaftler. Ich war ein Mensch. Ich brauche einen Moment. Aber ich glaube, das ist schon noch ein bisschen challenging, wenn du dann irgendwie mitkriegst, dass du jetzt in der Maschine bist. Na, der nächste Balken. Bald nach. Es tut mir leid, ich... Mach einen Moment, mir ist gerade nicht nach hinten zumute. Okay, also erst nicht. Haben sich vielleicht noch mehr Menschen hochgeladen? Und dann haben sie sich so entsprechend entwickelt. Spitzen ja da. Das kommt mir bekannt vor, mir fällt der Name dazu nicht ein. Okay. Kann ich da rauf? Hey, da war gerade Space. Na komm. Komm, Space. Komm jetzt. Yes. Das ist bestimmt wieder Secrets. Was lila Pflanze nehmen. Ja, okay. Geht nicht, weil unser Freund jetzt gerade dezent eine Midlife-Crisis hat. Komm. Okay, danke. Du siehst ja auch mal cool aus. Wo geht's da hin? Du bist auch mal neu. Oh, der sieht recht modern aus. Bist du ein Kind? Und... Oh, wir können hier hoch. Wir können auch
Hier hoch? Secrets. Ja, Schaukel. Oh. Da hat sie wieder so eine Schlafposition. Okay, mal mit einmal. Was gibt's denn hier für eine Kamerafahrt? Das will ich jetzt mal sehen. Oh, so süß. Oh. Ganz leise Schnurren. Ja, keine große Totale. Oh, da oben hat es was Interessantes. Das Blaue da. Oh, doch, Totale. Irgendein Winkelroboter habe ich da schon gesehen. Oh, wie geil. Okay, der nächste Hotspot. Dann gehen wir mal nach oben. Hier werde ich ja nicht hochspringen können, oder? Nee. Alles klar. Wieder retten. Nee, Moment. Bitte. Da, runter. Danke. Da hinten war ja eine Treppe. Also, was ist Treppe? Leiter, Entschuldigung. Na? Was habe ich noch alles vergessen? Ich muss Eltern und Freunde gehabt haben. Was ist mit ihnen allen passiert? Ich wollte die Stadt öffnen. Aber es gibt es überhaupt noch jemanden, den ich retten kann? Ja, zumindest auch mitunter die Roboter. Die jetzt ihr eigenes Bewusstsein haben. Und die eventuell Menschen sind. Oder gewesen sind. Du siehst spacig aus. Was ist das? Hey, weißt du nicht, dass man seinen Nächsten nicht mehr, was nicht bei seiner transzendentalen Meditation stören sollte? Ach, du bist es. Du warst bei Momo, als wir vorhin den Anruf erhielten. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen, kleiner Außenwälder. Du kennst Momo und Doc, also bist du bereits mit unseren Außenwäldern vertraut. Ich vermisse sie. Die Erinnerungen an sie bringt mir Frieden. Momo ist in den Slums geblieben. Ich habe gehört, dass du hast geholfen, Doc zu finden und Clementine. Sie ist jetzt im Stadtzentrum. Wenn du immer noch... Was? Wenn du immer noch die Außenwelt sehen willst, ist sie diejenige, die dich dorthin bringen kann. Scheinbar hatte sie einen Plan, wie sie die Stadt verlassen kann. Hier für dich. Ich habe ihre Adresse auf der Rückseite dieses Bildes geschrieben. Okay. Um das Stadtzentrum zu erreichen, klettere unser kleines Dorf hinauf. Sollte für einen geschickten Kerlchen wie dich ganz einfach sein. Wenn du es schaffst, die Außenwelt zu erreichen, bist du der Allererste. Ich wünsche dir viel Glück. Also, ich würde dir viel Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich glaube an dich. Oh, das ist aber nett von dir. Es tut mir leid, dass ich vorhin abgeschaltet habe. Ich bin ein Mensch, wahrscheinlich der Letzte auf der Welt. Und jetzt sieh dir an, was von mir übrig geblieben ist. So vieles ist mir wieder eingefallen. Wie viel habe ich vergessen? Wenn wir Clementine finden können, können wir vielleicht meine Erinnerungen wiederherstellen und dich gleichzeitig nach Hause bringen. Wir können zurück nach unten gehen und die Gefährten befragen oder weiter ins Stadtzentrum. Ich glaube, wir bleiben hier noch ein bisschen. Sackgasse sind wir. Oh, cool. Guten Tag. Servus. Dieses Essen ist wirklich grässlich, aber etwas anderes gibt es hier nicht. Wenn ich weiter diesen Müll in mich reinfresse, muss ich mir das Fremdgehäuse abschrauben. Du? Man nennt mich den Blechkoch, denn ich habe mich aus dem Upcycling von Überresten spezialisiert. Das heutige Angebot Ramen J45 mit
meiner geheimen Zutat. Okay, also ihr esst Kabel in Flüssigkeit. Okay. Schräg, aber okay. Oh, da geht's. Okay, dann muss ich dann noch weiter nach oben. Ja, ist das der Expressweg nach unten? Ach, da komme ich wieder hier hin. Okay, dann quatschen wir mit dir. Oh, Hallöchen. Es ist schon so lange her, dass wir Besuch hatten. Naja, außer diesen verdammten Zeugs natürlich. Stell dir vor, wir könnten uns ihre Kraft zunutze machen. Sie in einem Rad oder so laufen lassen. Was für ein verschwendetes Potenzial. Ja, das ist eine gute Idee. Und du? Wenn ich groß bin, möchte ich so berühmt sein wie Tante Clementine. Ich hätte auch gern alles erforscht wie sie. Aber die Erwachsenen haben uns verboten, das Ameisendorf zu verlassen. Wieso denn? Ist in der Stadt nicht besser? So, und er noch? Was? Elektrozeugs überall? Ja, okay. Er ist am Schlafen. Ah, da. Gibt's wieder was zu merken? Diese Sprache. Die Roboter-Gefährten haben sie von Grund auf neu erfunden. Wie beeindruckend. Ich erinnere mich, dass das passiert ist, als ich im Netzwerk war. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber mit einem Mal wurde die gesamte Kommunikation auf diese Symbole umgestellt. Ich saß in einem Computer fest und war lange Zeit allein. Also übersetzte ich jedes Symbol und jedes Wort eins nach dem anderen, bis ich alles verstehen konnte. Jetzt, wo ich draußen bin und ihre Sprache kenne, bin ich ganz neugierig darauf zu hören, was sie alles zu sagen haben. Ja? Oh no. Wir haben wieder eins übersehen. Oder vielleicht kriegen wir es noch hier. Da war ja irgendwas mit der Blume. Warte mal, die nehmen wir zuerst mal. Komm, ich bin ja... Ah, der Hitband für das ist ein bisschen doof. Komm. Kann ich auch hier woanders hin? Nee, es ist wie vorgegeben. Und weiter geht's nicht. Okay, dann retour. Moinsen. Wusstest du, dass es mehr als 900 Schattierungen von weißer Farbe gibt? Nee. Sag's lieben, aber ich kriege gerade meine eigenen Farbton. Ich nenne ihn Müllbraun. Okay. 9536 Spiele zu 6 geworden. Sag lieben, dass ich tatsächlich darauf programmiert bin, bei diesem Spiel zu gewinnen. Ey, du schummelst. Oh. Tut mir leid. Kann ich jetzt mit dir reden? Treffen. Das kann ich wie nicht. Das sind wir nicht. Okay, mit ihr geht's nicht. Oh, ich kann hier auch noch in den Eier. Oh, ich kann hier nach unten. Ach so, ja klar. Zu den... Nein, ich möchte wieder runter. Danke. Ach so, okay. Ich muss hier fix da lang gehen. Was macht's denn hier da Schönes? Manche mögen das Schrott nennen. Für mich sind das Schätze. Okay. Und du? Auf vielen Zyklen war ich ein Arschenbord. Habe mich dann aber zum Schatzsucher umfunktioniert. Das hört sich jetzt vielleicht fantastisch an, kann aber hart und grausam sein, so wie dieser Arm, den ich gerade gefunden habe. Armer Kerl, möge er in Frieden rosten. Okay, gibt's hier noch mehr? Ich kann hier zumindest nicht... Und da hat's noch eine rote Pflanze. Was auch immer das gut ist. Ja gut. Ich kann... Hier haben wir gesprochen.
Da hinten. Komm ich da auch nochmal runter? Nee. Mit ihm können wir nochmal sprechen, aber ich glaube, er sagt nicht mehr. Also das, was er eh schon gesagt hat. Ja, das ist das Gleiche. Ja, dann gehen wir nochmal nach oben. Halt. So, komm, spring. Ach nee, sie haben wir übersehen. Ich liebe den Geruch von frischer Farbe. Das würde mich an... Warte mal. Ich kann nicht riechen. Ja, nicht riechen. Schade. Oh. Meist in ihrer dekonstruktivsten Phase, wie sie sagt. Ich bin sicher, dass sie eine große Künstlerin werden wird. Wenn sie nur woanders üben könnte. Kann ich das unterwerfen? Ansonsten keine Secrets hier. Oh. Sagst du jetzt noch was anderes? Nee. Okay, und du? Ja, da, du machst wieder das Gleiche. Okay. Tschüss, Kowski. Dann gehen wir hier nach oben. Die schon? Das brüllende Geräusch von fallendem Müll, schimmernden Wasserfällen, keine Gefahren. Es ist ein herrlicher Ort, um an meinen Gedichten zu arbeiten. Hier, hör mal. Du mächtiger Beton, sagt, der mich in seinen Schoße schützt. Sollst du auch sein, mein Grab? Ist dir das zu feierlich? Oh. Haben wir hier was? Nö. Okay. Weiter nach oben. Kann ich hier? Achso. Keine Secrets hier. Kann ich hier hoch? Da war ja nur der Koch hier hinten auf der Ebene. Und noch hier nichts weiteres. Ich kann hier doch mal rauf. Das bringt mir nichts. Okay. Dann. Warte mal, wo war das? Hier war das. Jump, jump. Wir gehen natürlich erstmal nach hinten. Genau, da kann ich wie nichts machen. Ja, dann. Wieder nach vorne. Nach hinten? Gibt's ja nicht, hier muss es hier irgendwie weitergehen. Ah, danke für den Pfeil. Nein, nein, ich will darauf. Ah, die Hausgärtnerin. Guten Tag. Hallo Kleines, wie geht es dir? Wusstest du, dass Tante Clementine uns beigebracht hat, wie man besondere Pflanzen züchtet, die ohne Sonne nicht leben können? Ich habe eine riesige Sammlung davon. Willst du sie sehen? Es fehlen allerdings noch ein paar Farben. Mir fehlt eine gelbe Pflanze, eine rote und ja, eine lila. Ja, zwei zumindest haben wir. Wenn nur einer der kleinen Flieger sie für mich holen könnte. Ja, lila hätte ich mal. Okay. Oh, ich habe gehört, dass es eine seltene Pflanze ist. Danke. Könntest du die andere auch für mich finden? Bitte, bitte. Ja. Wieder. Oh, wow. So unglaublich schön. Danke. Könntest du die andere bitte auch für mich finden? Bitte, bitte. Ja, gute Frage. Wer bist du? Mir ist langweilig. Und der Clementine hat ja früher Unterricht gegeben. Wir haben eine Menge coole Sachen gelernt. Ja, Geld pillt uns jetzt, oder? Was ist da oben? Jetzt noch die Farbkanister. Ich weiß nicht, ob das hier
das hier dann Dead End ist. Ja, okay, hier geht's dann wieder raus. Gelbe Pflanze. Da ist gelb. Wie kommen wir da hin? Kommen wir hier hin? Shit, wie kommen wir da zu dem Gelben hin? Da unten ist eine Plattform. Schauen wir mal. Halt. Nein. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie rauf. Jumpity, jumpity. Nein. Oh, bleib da oben. Ich kann da... Ich muss auf das Rohr da rauf. Jump. Drin. Sag mir mal, wie ich hier nach oben komme. Ich muss weiter nach oben. Nee, warte mal. Irgendwie hier so... Er lässt mich einfach... Achso, ich hätte doch hier die Leiter rauf. Ich will hier rüber. Und die andere Seite geht ja nicht. Guter Rat ist teuer. Ah, Moment mal. Hier vielleicht von der Zwischenstufe. Auch hier. Ich bin überfragt, oder? Ja, mit dem Eimer sind wir ja gerade runter. Wir konnten aber nicht springen. Ah! Oh, wow. Oh, wow. Es könnte auch so einfach sein. Warum denkt nicht immer so kompliziert? Ah, wow. So. Bringen wir hier mal die Blume. Moinsen. Ich hab da was. Hier, bitteschön. Ich liebe diese Farbe. Danke, Kumpel. Du hast sie alle gefunden. Ich danke dir so sehr. Hier ist Belohnung mein Abzeichen für dich. Pflanzenabzeichen. Sieht richtig gut aus. Mach's gut. Bis bald, mein Freund. Ach so, hier auf der Seite jetzt drauf. Okay, ich dachte, ich krieg vielleicht eine Erinnerung oder sowas. Naja, dann machen wir mal einen Abflug hier. Na komm. So geht jetzt der Auto-Jump nicht mehr? Ja, also, ich glaube, der Katze wird es hier noch recht gut gehen. Mit dem Futter, glaube ich, sieht es hier traurig aus, außer es ist dann ein bisschen Pflanzenfutter angesaugt. Okay, liebe Leute, bevor es weitergeht, würde ich sagen, gibt es erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Und wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.